die sagen, dann darfst du vielleicht sagen, nur das ist nicht wahr. Ja, was hast du denn für eine Vermutung? Also, ein paar hast du was Wichtiges gesagt, was gerade viele Themen lauten. Stimmt. Wie fängt man an, wenn man jemandem erzählen will, was mit einem nicht stimmt, wenn man selbst nicht weiß? So kann man anfangen. Ja. Darum fange ich auch gerade so an. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, aber zurzeit komme ich mir kaputt vor. Das trifft's wirklich, das Wort. Ich fühle mich kaputt. Nicht so im Sinne von, mir ist irgendwas passiert und deswegen bin ich jetzt innerlich zerbrochen. Nee, nicht so. Sondern ich habe das Gefühl, dass bei mir was nicht stimmt. Und zwar was Grundsätzliches gerade nicht. Ich könnte es jetzt nicht in Worte fassen, was es ist, aber es sind so viele kleine Dinge, die mich darauf hinweisen. Ich habe Wortfindungsstörungen und zwar richtig übel. Also zum Teil habe ich wirklich Aussetzer, dass alles zu spät ist. Im Grunde genommen ist es fast wie nach dem Overload. Mhm. Ja, das ist es so. Vom Prinzip, wenn ich gerade drüber nachdenke, im Grunde genommen benimmt sich mein Körper und mein Hirn und alles wie nach einem Overload, aber ich hatte keinen. Und das ist so, dass ich bin so verwirrt und ich könnte ehrlich gesagt gerade stundenlang und tagelang plären, weil ich verzweifle langsam. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Habe ich eigentlich wieder mal Augenringe? Ja. Das merken wir. Ja, doch, da sind auch welche. Ja, du, schlafen ist so ein Satz, ne? Ist schön, wenn man es kann. Was? Ist schön, wenn man es kann. Aber das Ding ist, ey, und das ist jetzt kein Witz, gestern war ich todmüde, so um 2 Uhr. Also wirklich, ich bin fast auf den PC drauf geknallt mit dem Kopf, so müde war ich. Dann bin ich zum Zähneputzen, alles, und dann habe ich mich hingelegt und dann war ich wieder hellwach. Ey, das ist das Problem, wenn das Gehirn nicht zur Ruhe kommt. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Notfallmedikamente nehme, ob das helfen könnte. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es helfen würde, um ehrlich zu sein. Aber andererseits... Kann nur testen. Ja. Gefühl hilft halt. Ja, das stimmt leider. Aber es ist einfach so, ich habe das Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt. Und dass ich für mich auch an einem Punkt bin, wo das, was nicht stimmt, so überwiegt, dass ich das, was stimmt, nicht mehr wahrnehme. Ich bin gerade, also ich habe so eine, also wenn ich es beschreiben müsste vom Prinzip, ist es bei mir so eine Mischung aus drei Sachen, aus einer Depression, gepaart mit Overload, gepaart mit Sonnenlicht, zu viel Sonnenlicht abbekommen. Und dann aber auf der anderen Seite auch so ein ADHS-mäßiges, vollkommenes Überdrehtsein. Also ich bin wirklich vollkommen überdreht. Ich bin gerade zur Zeit... Weißt du, das Ding ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so einen Mangel habe. Also wenn ich um 9 Uhr ins Bett gehe und schlafe. Morgens um 9 geht kein Mensch ins Bett. Ja, ich gehe auch nicht um 9 ins Bett, aber ich komme halt, aber man kann es ja so sagen, man geht ins Bett im Sinne von, ich schlafe um 9 Uhr ungefähr ein. Warte mal, wann stehst du immer auf? Weil Papas Telefonat kriege ich meistens gar nicht mehr mit. Ja, so 9:30 Uhr. Ja gut, dann zwischen 8 und 9 Uhr schlafe ich ein. Und dann wache ich so das erste Mal so um 13 Uhr auf. Mit der Müllrucksack. Ganz ehrlich, wenn mein Schlafmangel so weitergeht, wäre ich voll zum Jack the Ripper. wenn der jetzt nicht sägt, dann mache ich es erst einmal. Also es ist kein richtig aufwachen. Also, ja, das ist ja noch schlimmer. Nee, ich meine, ich wache schon auf, aber es ist nicht wie so, sonst, dass ich aufwache und dann bin ich wach, sondern das ist so dieses... Genau. Ich habe so das Gefühl, auch wenn sich das jetzt weird anhört, dass da draußen irgendwo was ein Geräusch ist, das immer um 13 Uhr, Punkt 13 Uhr, weil es ist Punkt 13 Uhr, auftaucht und es mich weckt. Weil am Samstag, Sonntag zum Beispiel schlafe ich tatsächlich durch. Hey, ja, mache ich ja. Ja, du sprichst schon hier. Ja,
weil du ja auch mit mir sprichst. Es ist so geil, du sprichst mit mir. Ja, warum sprichst du mit mir, während ich mit dir spreche? Ja, aber für mich ist das irgendwie gerade total komisch. Also, ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären. Ich hatte letztes Jahr keinen Overload, also keinen richtigen. Ich hatte zwei kleine, könnte man so sagen. Aber ich hatte keinen richtigen Overload. Weil ich letztes Jahr aber auch die ganze Zeit unter so einem immensen Stress stehe wegen dieser Geschichte mit Apple. Ich kann im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich es mir nicht leisten können, dass ich mal 3 Tage nicht reden kann, weil wir hatten so viel zum Abklären und auch mit der Geschichte mit dem Haus und ich habe auch Ängste, ich habe unglaublich viele Ängste. Ich wache teilweise schweißgebadet auf, weil ich uns unter einer Brücke sitzen sehe. Das wäre echt nicht prickelnd, weil ich bin immer noch voll fett allergisch gegen den Hund. Und ich stelle mir dann vor, wie ich da an meinem Mac sitze und versuche, in der Brücke irgendwo einen Stromkreis zu finden, damit ich weiter wenigstens mit meinem. Also, entschuldigt. Meine Gedanken sind auch ganz schön wirr zurzeit. Also, es ist wirklich, bei mir ist gerade. Ich bin auf dem schwer absteigenden Ast gerade und ich merke es. Und ich habe einfach Angst. Ich habe so viele Ängste gerade. Mich stressen so viele Sachen gerade einfach. Ich frage mich, wie soll ich schlafen, wenn so viele Sachen doch gerade so schief gehen? Ja, das trifft es eigentlich. Wie soll ich schlafen, wenn gerade alles, was ich versuche in die Hand zu nehmen, irgendwie zerbricht? Also es ist so das Gefühl, es läuft einfach nicht gerade. Es ist so ein. Ich bin irgendwie in einer Schieflage. Und ich weiß nicht, wo es angefangen hat. Ich könnte es jetzt nicht aufdröseln, wo es angefangen hat. Hat es angefangen, hat es mit Corona angefangen und der leichten Veränderung in meinem Alltag? Hat es angefangen, als der Alltag wieder langsam zurückgekommen ist und ich mich wieder umgewöhnen musste? Hat es angefangen, als ich wieder angefangen habe, zu versuchen, aktiver zu werden, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja nicht die ganze Zeit wie ein depressiver Klotz rumhängen. Wo fängt sowas an und wo hört es dann auf? Aufhören sollte es da, wenn man merkt, dass es nicht mehr in Ordnung ist. Aber wann ist der Punkt, wo kriegt man dann diesen Punkt und was macht man dann? Ich kann es euch jetzt tatsächlich, ausnahmsweise bin ich in der Lage, wo ich euch nicht sagen kann, mach dies, mach das, mach jenes, es hilft. Weil ich gerade selbst mittendrin stecke und ich nicht sagen könnte, was ich jetzt machen soll. Aber ich glaube, ein ganz guter Anfang ist, Folgendes zu tun. Mom, ich überlasse dir meine Finanzgeschichten. Ich überlasse dir, glaube ich, auch noch ganz schön andere viele Sachen, dir und Papa erstmal. Ich bin einfach überfordert. Weißt du, man sagt ja immer, Autisten wären so intelligent und so unglaublich, aber ich glaube nicht, dass es nur das ist, sondern ich glaube auch, dass wir dazu neigen, uns zu viel aufzubürden. Und dass wir vor Man allem. schwebt zu viel im Kopf rum und Ja, praktisch kommt sie raus. das ist das Ding. Wie soll man die ganzen Sachen, die einen beschäftigen, rauslassen, wenn man es nicht. Wenn man nicht weiß, wie? Was macht man, wenn die ganzen Themen, die einen beschäftigen, ja auch die Eltern beschäftigen und man sich da nicht traut, es auszusprechen? Es wird sich nacheinander entspannen. Ja. Gibt so Phasen im Leben. Ja. Na toll, ich hasse es auf meinem Kanal zu heulen. Ich bin niemand, der Knusper aussieht, wenn er heult. Das ist doch so. Es gibt Leute, die sehen auch beim Heulen noch toll aus. Und ich sehe beim Heulen immer aus, wie eine Mischung aus einem zermatschten Schlumpf und einer Blaubeere, die zu lange gelegen ist. Süß. Nein, finde ich gar nicht süß. Und vor allem habe ich dann immer dieses furchtbare Schniefen mit der Nase. Ja, Naja. dann mach einen Break, hat er auch Zeit, bist du da. Ja. Gut. Ich glaube, es manchmal einfach auszusprechen kann der erste Schritt sein, dass es zum Helfen.
Wenn ich jetzt nicht. Oh Mann. Ich würde so mir eine Schnaftablette reinziehen, wenn morgen Leo nicht so einen wichtigen Termin hätte. Und ich wüsste, dass ich dann nicht mehr aufwache. Das Zeug, das ballert mich immer weg für Stunden. Oh. Ja. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt oder was ihr macht, wenn ihr das habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail in die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.